So, ich jetzt sage, das ist der perfekte Gyros. So, die Ecke ein bisschen angekokelt, ganz, ganz leicht. Das gibt dann die Röstaromen. Wunderbar. Schmecke tut's. Boah. Also, hier koche Schiffe. Schiffe ist Pelzer Grieche. Servus Leute. Ich bin ein klein bisschen traurig. Ich habe mich gefreut, wenn es warm wird und schönes Wetter. Kann man nicht sagen, wir haben einen Wind, der ist grausam. Der bläst, also der blaue Himmel und du kannst dich nicht hinaussetzen, weil der Ostwind dir das Ohrschmalz aus der Ohren rausbläst. Also das geht da über rein und fliegt auf der anderen Seite raus. Du musst aufpassen, dass nicht noch das Hirn dabei ist. Also wäre da ganz schlecht, trotzdem, wo blauer Himmel ist. Dann habe ich mich gefreut, also mal nach dem Corona, wenn wir wieder ein bisschen Freiheit haben, ab und zu in die Eisdiele gehe, sich ein bisschen gemütlich hinhucke, ein bisschen der Leute zugucke, ein Eis esse. Das war nichts, mir war eine ganze Leere. Kein Mensch war dort, das war Ostermontag. Das Eis, was ich letztes Jahr für 4,50 € gegessen habe, und du warst schon hab ich, kostet jetzt 6,80 €. Für so ein alter, armer Rentner wie ich kann man das mal machen, aber so wie ich mir das vorgestellt habe, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass man da ab und zu sich hinhuckt und sich gut gehen lässt, ist mir ganz einfach zu teuer. Wie alles, was hier zu teuer ist, brauche ich euch ja nicht zu erklären. Ich will auch mal gern zum Grieche. In den Biergarten und dann so ein Spieß esse. Gyros und so weiter. Olympiadeller, was es so gibt. Kann man mal machen, aber gibt teure Angelegenheit. Es bleibt ja nichts anderes übrig, wie Ei zu kaufen. Das ist auch teuer. Und dann halt selber zu kochen. Kochen ist mein Hobby. Eins von meinen Hobbys. Und dann was Traumhaftes zaubere. Und zwar so, dass es noch besser ist. Wie in den Lokalen. Also mit ober viel Liebe. Also richtig, richtig affegeil kochen. Und dann halt genießen. Leider daheim. Ich wäre lieber unter der Menschheit gewesen. Das hat ja auch seinen Reiz. Unter seine Mitmenschen im Biergarten zu hucken.
Das wird auch nicht so richtig klappen, weil es finanziell nicht gut geht. Leid, ich wünsche euch alles Gute. Bleiben gesund. Lassen euch nicht durcheinander machen von irgendwelchen Politkasper. So wie es ist, so ist es. Genießt den Tag. Genießt jeden Tag. Ich gehe jetzt auf die 70 zu. Manche Tage komme ich gar nicht auf die Fies, also da geht mir es dann so dreckig. Und wenn es mir gut geht, dann lasse ich mir es auch gut gehen. Denken dran, das Leben ist kurz, genießt jeden Tag. Ärgert euch über nichts, es lohnt sich nicht. Sucht euch die Rosine raus und genießt die, so oft wie es geht. Wenn ihr noch keine Rentner seid, wartet nicht, bis ihr Rente bekommt und sagt, oh, wenn ich mal Rentner bin, dann macht das nicht. Feiert jetzt, jetzt, sofort und so arg, wie es nur geht. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Kurt. Tschüss. Vielen Dank an die Abonnenten von meinem YouTube-Kanal. Schon Jahre sind die bei mir und ich bedanke mich dafür. Dann vielen Dank für die netten Kommentare. Freut man sich darüber. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss, euer Kurt.